Wir haben hier wieder eine quadratische Ungleichung. Und um es vorwegzunehmen, ich werde die Lösungsmethode über die Nullstellen der Parabel und die Lage der Parabel wählen. Wie fangen wir an? Erstmal müssen wir diese Ungleichung auf Form bringen. Das heißt, ich bringe alles von rechts nach links. Erstmal schreiben wir es ab. X Quadrat plus 3x minus 4 kleiner als 3x Quadrat minus 5x plus 2. Ich bringe alles nach links, das heißt 3x Quadrat ziehe ich ab, 5x zähle ich dazu, 2 ziehe ich ab. X Quadrat minus 3x Quadrat gibt minus 2x Quadrat. 3x plus 5x sind 8x. Minus 4, minus 2 sind minus 6. Kleiner 0. Ich könnte auch diese Parabel angucken, aber ich vereinfache es noch ein bisschen. Und zwar mache ich die minus 2 weg. Teile also die Gleichung durch minus 2. Ich bedenke natürlich, wenn ich etwas durch minus 2 teile, dreht sich das Vorzeichen um, beziehungsweise der Sinn der Ungleichung dreht sich um. Ich habe also plus x Quadrat minus 4x plus 3 größer 0. So, und jetzt habe ich eine schöne Parabel. Davon brauche ich erstmal die Nullstellen. Die Nullstellen berechnen Sie ganz normal mit der PQ-Formel oder der ABC-Formel. Das heißt, Sie setzen diese Gleichung gleich 0, also ohne das Größerzeichen. Und berechnen damit die Nullstellen, erhalten 1 und 3. Bedeutet also, ich habe eine Parabel, die hat eine Nullstelle bei 1 und hat eine Nullstelle bei 3. Und diese Parabel, die ich betrachtet habe, ist nach oben geöffnet. Es ist, um es genau zu nehmen, eine Normalparabel, weil vorm x² steht eine 1. Interessiert aber wenig. Wichtig ist nur, die Parabel ist nach oben geöffnet. Irgendwie so wird sie aussehen. Und da ich ja möchte, dass die Parabelgröße gleich 0 ist, also positiv, betrachte ich einfach meine Parabel und sage, wo hat die positive Werte? Und jetzt sehe ich, das ist nicht zwischen den Nullstellen, sondern außerhalb der Nullstellen. Das heißt, rechts von der 3 und links von der 1 habe ich positive y-Werte. Das heißt, meine Lösungsmenge ist x größer als 3 oder x kleiner als 1. Wenn Sie das genau haben wollen, könnten Sie es als Intervallschreibweise schreiben. Das wäre also das Intervall von minus unendlich bis 3. Vereinigt mit dem Intervall von 1 bis plus unendlich. Da es heißt, die Parabel soll größer 0 sein, nicht größer gleich, zählt die 3 und die 1 nicht mit dazu und deswegen ist die Klammer nicht eckig bei der 3 und bei der 1, sondern rund. Das war's.